Seit über 50 Jahren sucht Maria ihren Sohn Michael. Schon am Tag seiner Geburt musste sie ihn damals zur Adoption freigeben. Und seitdem ist kein Tag vergangen, an dem die heute fast 90-Jährige nicht an ihren Sohn gedacht hat. Trofeiach in der Steiermark, dem zweitgrößten Bundesland Österreichs. Hier lebt die 89-jährige Maria, liebevoll umsorgt von ihren Töchtern, der 49-jährigen Andrea und der 51-jährigen Irmgard. Seit mehr als einem halben Jahrhundert trägt Maria in ihrem Herzen eine große Sehnsucht. Sie möchte nur ein einziges Mal ihren geliebten Sohn Michael sehen, den sie am Tage seiner Geburt zur Adoption weggeben musste. Es fällt mir immer noch so schwer, über Michael zu reden, weil mir das heute noch sehr weh tut, dass ich ihn weggeben habe müssen. Julia ist nach Österreich geflogen. Sie hofft, Maria helfen zu können, ihren seit mehr als einem halben Jahrhundert so schmerzlich vermissten Sohn endlich zu finden. Julia weiß, dass die Erinnerungen die fast 90-Jährige sehr belasten. Daher möchte sie von Tochter Andrea mehr über die Geschichte erfahren. Andrea, wen sucht ihr? Wir suchen meinen Bruder Michael. Warum ist dir das so wichtig, gerade jetzt wirklich ganz intensiv zu suchen? Meine Mutter ist schon sehr alt und es ist ihr Herzenswunsch, ihr Kind noch einmal zu sehen. Den würdest du ja gerne erfüllen? Ja. Ende der 50er Jahre leben Maria und ihr Ehemann Josef in mehr als ärmlichen Verhältnissen. Sie kommen kaum selbst über die Runden, als Maria schwanger wird. Das Jugendamt rät ihr, das Baby zur Adoption freizugeben, da sie und ihr Mann nicht in der Lage wären, das Kind zu ernähren. Schweren Herzens stimmt die damals 36-jährige Maria zu. Was weißt du über die Umstände von Michaels Geburt? Also der Michael ist am 11.04.1959 geboren worden. Und dann hat ihm die Hebamme noch einmal meiner Mama in den Arm gelegt. Und im Nebenraum haben schon die Adoptiveltern gewartet und haben ihn dann mitgenommen. Und das war für meine Mutter der traurigste und schlimmste Tag ihres Lebens. Das hat sie mir gesagt. Deine Mutter wusste aber nicht, wer dort genau wartet. Nein. Vom ersten Tag an, nach Michaels Geburt, plagen Maria tiefe Trauer und schwere Gewissensbisse. Verzweifelt versucht sie, ihren Sohn zurückzuholen, doch im Jugendamt macht man ihr immer wieder klar, dass die Adoption nicht rückgängig zu machen ist. Immer wieder ist sie hingegangen aufs Jugendamt und hat halt immer nachgefragt, wie geht's ihm, wo ist er? Und nach ein paar Jahren hat sie einmal ein Foto bekommen, wo ihr Sohn Michael mit seinen Adoptiveltern zu sehen ist. Das ist das Einzige, was sie hat von ihrem Sohn Michael. In den 60er Jahren geht es Maria und ihrem Mann langsam besser. Die Töchter Irmgard und Andrea werden geboren. Doch die Sehnsucht nach ihrem Sohn Michael, den sie in Zeiten größter Not weggeben musste, lässt Maria nie wieder los. Und auch die beiden jüngeren Schwestern sehnen sich nach ihrem großen Bruder. Andrea, du hast deinen Bruder ja nie kennengelernt. Was fühlst du für ihn? Ich habe ihn so gern, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe. Wenn er Angst hätte, dass er hier nicht willkommen ist, was würdest du ihm sagen? Er ist mit offenen Armen herzlich willkommen. Das heißt, da ist auch Liebe für diesen unbekannten ja. Bruder? Andrea, hast du irgendwelche Hinweise, die mir bei der Suche nach Michael helfen könnten? Mhm. Ja, ich habe die Adoptionsunterlagen und das eine Foto, wo Michael und seine Adoptiveltern zu sehen sind. Kannst du mir das geben? Ja, bitte. Hast du es da? Julia, ja. Das ist dein Bruder. Mhm. Und das sind die Unterlagen. Ich würde die gern mitnehmen. Mhm. Und sobald ich irgendwas rausfinde, melde ich mich. Ja, bitte, Julia. Ganz herzlichen bitte. Dank. Ja. Drei Tage später, Julia fliegt von Österreich aus in die USA, nach New York. Doch die pulsierende Millionenmetropole an der amerikanischen Ostküste ist nicht Julias eigentliches Ziel. Das liegt 40 Kilometer entfernt, im Nachbarstaat New Jersey. Dorthin führt sie die einzige Spur, die sie von Michaels amerikanischen Adoptiveltern hat.
Julia hat sich vor ihrer Abreise noch einmal genau Michaels Adoptionsunterlagen angeschaut und ist dabei auf eine Information gestoßen, die sie in das Städtchen Jamesburg führt. Also ich weiß über die Adoptiveltern von Michael, dass sie Mary und George O'Connell heißen und hier in Jamesburg 1951 geheiratet haben. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich erstmal zur örtlichen Kirche fahre. Vielleicht gibt es dort ja noch irgendwelche alten Unterlagen, die mir weiterhelfen können. Die kleine Gemeinde Jamesburg ist nur gut 2 Quadratkilometer groß und beheimatet kaum mehr als 6000 Einwohner. Die Kirche im Zentrum ist daher nicht schwer zu finden. Doch ob Michaels oder Michaels Adoptiveltern tatsächlich hier geheiratet haben und ob es hier dann immer noch mehr als 60 Jahre alte Dokumente darüber gibt, das kann Julia nur hoffen. Da ist zu. Klingel gibt's auch nicht. Vielleicht gibt's hinten ein Pfarrhaus oder irgendwas. Da ist jemand. Ich darf mehr rein. Hallo? Hi, I'm sorry. Entschuldigung, dürfen wir hier mit der Kamera rein? Klar. Hallo, ich bin Julia aus Deutschland. Hi. Nice to meet you. Freut mich, mein Name ist Linda. Sind Sie hier verantwortlich? Ich bin die Kirchensekretärin. Ich bin aus Deutschland und ich suche nach einem vermissten Sohn. Ich habe die Information, dass seine Adoptiveltern 1951 in Jamesburg geheiratet haben. Und ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht in Ihrer Kirche geheiratet haben. Es gibt jemanden in der Kirchenverwaltung. Ich bringe Sie gerne zu ihr. Okay, ist sie hier? Ist sie hier? Ja. Können Sie mich zu ihr bringen? Selbstverständlich. Danke, das ist sehr nett. Julia wird in das Büro der Schatzmeisterin geführt. Sie erklärt ihr Anliegen und tatsächlich hat die freundliche Dame einen Schlüssel zum Archiv der Kirche. Und es sieht gut aus. Wie erhofft sind hier auch die Eheschließungen bis tief ins vergangene Jahrhundert erfasst. Doch der Name O'Connell ist im entsprechenden Jahr nicht zu finden. Ist das alles aus 1951? Das sind die einzigen Akten, die wir haben. Und ich glaube, Sie werden auch keine anderen Akten finden. Haben Sie noch eine andere Idee, wo ich weitere Informationen herbekommen könnte? Es gibt hier ein Seniorenzentrum. Die Vorsitzende des Zentrums ist Rose Gassiora. Vielleicht kann sie Ihnen helfen, denn sie wohnt schon sehr lange in Jamesburg. Wie kann ich Sie erreichen? Ich habe eine Telefonnummer. Die kann ich Ihnen geben, wenn es Ihnen nichts ausmacht, kurz zu warten. Ist sie genauso freundlich wie Sie? Ja, ich denke schon. Okay, so I wait. Dann warte ich hier? Ja. Danke. Thank you. Ja. Das war jetzt leider schon mal eine Sackgasse. Aber der Tipp klingt ja auch nicht schlecht. Vielleicht komme ich da irgendwie weiter. Die Schatzmeisterin kehrt mit der Telefonnummer von Rose Gassiora zurück, der Vorsitzenden des Seniorenvereins. Für Julia nicht mehr als ein dünner Strohhalm, an den sie sich klammern kann. Dennoch ruft sie die ältere Dame umgehend an und hat Glück. Thank you, bye. Ach, perfekt. Also ich kann Rose jetzt sofort im Seniorenzentrum treffen. Und wenn ich ganz viel Glück habe, kann sie sich ja vielleicht an Michaels Adoptiveltern erinnern. Nur wenige Minuten später erreicht Julia das Seniorenzentrum. Sieht wieder aus wie eine Kirche. Ich hoffe, ich bin richtig. Ah, da steht's aber. Hier ist ja richtig was los. Hi. Hallo, wie geht's Ihnen? Gut, ich bin auf der Suche nach Rose. Rose? Rose? Sie ist doch drüben. Okay, thank you. Okay. Oh, die sind gerade fleißig da oben. You're Rose? Sind Sie Rose? Ja. Hi, Rose. Wir hatten miteinander telefoniert. Darf ich mich setzen? Ja, natürlich. Seit 80 Jahren lebt Rose in Jamesburg. Sie könnte also Michaels Adoptiveltern tatsächlich gekannt haben. Erinnern Sie sich an sie? Ich glaube, ich erinnere mich an sie. Ich weiß, dass Sie ein Kind adoptiert haben, aber ich habe das Baby nie gesehen. Das ist er. Das ist Michael. Was ist mit der Familie passiert? Die Familie ist nach Japan gegangen. Nach Asien? Ja. Wow. This is
Das schockiert mich. Wissen Sie, wann die Familie nach Japan umgezogen ist? Irgendwann in den 60er Jahren. Wissen Sie, ob die Familie danach wieder in die USA gegangen ist? Das weiß ich wirklich nicht. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Mich auch. Dankeschön. Thank you. Ja, also Rose kannte die beiden tatsächlich. Das ist die gute Nachricht. Aber wenn es stimmt, was sie sagt, bedeutet das für mich, dass nach einem kurzen Aufenthalt hier in Amerika meine Reise weitergeht, und zwar nach Japan. Am nächsten Morgen. Julia fährt von Jamesburg zurück nach New York. Doch ihr Ziel ist nicht der Flughafen. Also ich habe beschlossen, dass ich jetzt nicht einfach aufs Geratewohl nach Japan fliegen werde, sondern zunächst nach New York fahre. Denn dort befindet sich das japanische Generalkonsulat. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Informationen, wohin genau die O'Connells damals in Japan gegangen sind. Im Internet ist Julia auf das Konsulat gestoßen, das sich direkt im Zentrum Manhattans befindet. Julia muss die Botschaftsräume im 14. Stockwerk allein aufsuchen. Kameras sind im Gebäude nicht erlaubt. Mehr als 2 Stunden ist Julia im Konsulat. Als sie wieder herauskommt, hat sie unerwartete neue Informationen. Also ich habe hier tatsächlich etwas in Erfahrung bringen können. Michaels Eltern sind zwar wirklich Mitte der 60er Jahre nach Japan gegangen, aber sie sind schon 1968 wieder zurück in die USA gekommen, und zwar nach Ohio. Und ich habe hier im Konsulat sogar die damalige Adresse in einem kleinen Städtchen namens Westerville bekommen. Das bedeutet für mich, ich fahre nicht nach Japan, sondern nach Ohio. Nur einen Tag später fliegt Julia gut 800 Kilometer gen Westen, nach Ohio. Das Städtchen Westerville liegt vor den Toren von Columbus, der Hauptstadt des US-Bundesstaates. Julia fährt sofort zu der alten Adresse, an der Michaels Adoptiveltern Ende der 60er Jahre gelebt haben und wo sie vielleicht ja noch heute wohnen. Da ist es 4266. Da steht sogar ein Auto. Vielleicht ist da jemand. So, jetzt bin ich gespannt, ob mir Ohio mehr Glück bringt. Excuse me! Entschuldigung, ich brauche Ihre Hilfe. Wie bitte? Ich bin aus Deutschland und ich suche eine vermisste Person. Kennen Sie Mary und George O'Connell? And George O'Connell? Nein, die kenne ich nicht. Ich habe die Information, dass Sie hier in dem Haus gewohnt haben. Kann ich mal sehen? Ja, klar. Es geht um Michael. Es ist also sehr wichtig, dass ich Informationen bekomme. So, it's very important that I get some information. So you don't. We've only been here. Wir leben hier erst seit ungefähr 10 Jahren. Sagt Ihnen der Name O'Connell etwas? Es tut mir leid, die kenne ich nicht. Wissen Sie denn, ob die Familie O'Connell die Besitzer davor waren? Das weiß ich nicht. Kennen Sie irgendwelche Nachbarn, die hier schon länger wohnen? Ja, die Nachbarn dort wohnen hier schon sehr lange. Und die 4 Häuser weiter auch. Okay. Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Danke, ich werde es mal bei den Nachbarn dort versuchen. Viel Glück. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. So, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Hi, I'm from Germany. Hallo, ich bin aus Deutschland und ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche eine Familie, Mary und George O'Connell. Haben Sie diese Namen schon mal gehört? Did you ever hear the name? No, I haven't. Nein, das habe ich nicht. Nein? Nein. Haben Sie jemals diesen Namen gehört? O'Connell, no. O'Connell? Nein, noch nie. Never heard. Nie gehört? Nein. Mary and George O'Connell, no. Nein. Haben Sie jemals diesen Namen gehört? Nein, wir wohnen hier auch erst seit ein paar Wochen. Ich kenne die Nachbarschaft noch nicht so gut. Sie haben vor vielen Jahren hier in der Straße gewohnt. Nein, die kenne ich überhaupt nicht. Oh, hier der Postmann. Ist eigentlich immer gut. Ich fahre diese Runde jetzt seit 2 Jahren. Und O'Connell? O'Connell, nein. Da ist einer. Hello. Hallo, Entschuldigung. Ich suche Mary und George O'Connell. George O'Connell. O'Connell? I think it's Michael. Ich kenne einen Michael O'Connell. Right? Genau. Kennen Sie den? I do. He was a few. Er war ein paar Jahre älter als ich. Er war ein Freund von mir. Okay. Wir haben gern zusammen Musik gehört und sowas. Haben Sie noch Kontakt? Wo ist die Familie jetzt? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nur, dass Michael in Columbus studiert hat, um Doktor zu werden. Mediziner? A medical doctor. Ja, genau. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Okay. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, Sie getroffen zu haben. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Das haben Sie. Also das ist jetzt zwar immer noch kein direkter Hinweis darauf, wo Marias Sohn ist, aber vielleicht komme ich trotzdem damit ein Stück weiter. Thank you so much. Vor Ort nachfragen hilft immer wieder. Thanks. Good luck. Viel Glück. Nur eine halbe Stunde später in einem Café in Westerville.
Zwar gibt es mehr als 100 Michael O'Connells in den USA, aber Julia weiß nun, dass Michael wahrscheinlich Arzt geworden ist. Sie recherchiert im Internet und wird tatsächlich fündig. Also ich habe hier genau einen Dr. Michael O'Connell gefunden, und zwar in Columbus. Das könnte ja passen, denn dort soll Marias Sohn ja studiert haben. Vielleicht ist das jetzt der richtige Michael. Ich werde versuchen, es morgen rauszufinden. Eine Woche später. Julia ist erneut nach Österreich geflogen. Sie will Maria und ihren Töchtern Andrea und Irmgard vom Ergebnis ihrer Suche berichten. Hallo Julia, schön dich zu sehen. Hallo. Bitte komm rein. Dankeschön. Ihr Lieben, ich habe nach Michael gesucht. Und ich war sehr viel unterwegs. Und ich habe irgendwann auf meiner Suche nach langem Hin und Her einen Tipp bekommen, dass Michael in Columbus in Ohio, also in Amerika, leben könnte. Und da bin ich hingefahren. Schau mal da. Also wenn das nach all dem, was ich jetzt unternommen habe, nicht der richtige Michael ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. 1380. Hier, 1427, da ist es. Und es steht ein Auto vor der Tür. Haus sieht einladend aus. Da ist Licht. Hi, Dog. Hallo, oh, ein Hund. Guten Tag. Ich bin Julia aus Deutschland. Sind Sie Frau O'Connell? Mrs. O'Connell? Yes. Ja. Okay. I'm looking for Michael O'Connell. That's my husband. Das ist mein Ehemann. Ist er gerade zu Hause? Is he at home now? No. Nein. May I show you? Kann ich Ihnen ein altes Foto zeigen? Denn ich bin mir nicht sicher, ob es der Michael ist, den ich suche. Looking for. Yes. That's my husband. Das ist mein Ehemann. Das ist Ihr Ehemann? Yes, it is. Das ist er. Kennen Sie dieses Foto? Ja, das kenne ich. Ich suche ihn schon ganz lange. Darf ich vielleicht reinkommen und Ihnen erklären, worum es geht? Ja, natürlich. Ich freue mich sehr. Ich habe ihn gefunden. Darf ich mich hier hinsetzen? Gerne. Dankeschön. Worum geht es nun genau? What is this about? Okay. Wissen Sie etwas über Michaels familiäre Vergangenheit? Roots, do you know anything? Well, I know that he was adopted. Ich weiß, dass er adoptiert ist und in Österreich geboren wurde. That's why I'm here. Deshalb bin ich hier. Seine leibliche Mutter lebt noch und sucht nach ihm. She's looking for him. Wow. Yes. Glauben Sie, er freut sich, dass sie nach ihm sucht? Oh, yes. I think oh ja, Michael wird sehr glücklich sein. When my daughter was born, als meine Tochter geboren wurde, war es sehr bewegend, meinen Mann zu sehen. I get teary. Jetzt muss ich weinen. You know, I was raised. Ich bin mit Menschen aufgewachsen, die mir ähnlich sahen. And it was the first human being. Unsere Tochter war das erste menschliche Wesen, das ihm ähnlich war. Und sie sah ganz wie er aus auf seinem alten Kinderfoto. So that was very special. Das war etwas ganz Besonderes. Ist das heute ein guter Tag? Oh, awesome day. Es ist ein fantastischer Tag. Wo ist Michael gerade? He's getting his hair cut. Er ist beim Friseur, aber er müsste jeden Moment zurückkommen. Können wir hier auf ihn warten? Aber natürlich. Und dann kann ich es ihm erzählen? Selbstverständlich. Sure. Okay. Thank you. Weil. Mama. Gut. Ja. Danke, Bruder. Nichts zu danken. Und dann haben wir zusammen auf Michael gewartet. Schau mal. Schau mal, Michael. Ich glaube, er kommt gerade. Wirklich? Ich glaube, er wird überrascht sein. Wow. Hi. Hello. What is all this? Was ist denn hier los? Hi. Hallo, Michael. Hallo, ich bin Michael O'Connell. Michael O'Connell. Hi, Michael. Ich komme extra aus Deutschland, um Sie zu sehen. Good to see you. You did? Wirklich? Aus welchem Grund? Aus einem guten Grund. Vielleicht können wir uns hinsetzen und ich erkläre es Ihnen. And then I explain it to you. Okay. Selbstverständlich. Ich bin wirklich froh, Sie kennenzulernen. Matthew. Nice to meet you as well. Ich freue mich auch. Das ist der Michael. Ist der erleichtert?
dass man gefunden haben. Ja. Schickst Mama. Und ich habe dem Michael dann gesagt, warum ich da bin. Ja. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Schau mal. Michael, I'm here. Ich bin hier, weil deine leibliche Mutter und deine Geschwister dich suchen. Looking for you. Really? Wirklich? Oh my God. Oh mein Gott. What do you think about it? Was sagst du dazu? I'm amazed. Ich kann es kaum glauben. Das muss ich erst mal verdauen. I have to think about that a little bit. Ich hätte nie gedacht, dass das eines Tages passieren würde. Something like this would happen. Shit. Michael, wie sieht dein Leben heute aus? Well, I live here in a house in the northwest. Ich lebe hier in unserem Haus in Columbus mit meiner Frau Clara. Wir haben zwei Kinder, Danielle, die 22 ist, und Brian, der im September 18 wird. We also have the family dog Chip. Außerdem gibt es da noch Chip, einen Shetland-Schäferhund. Der hält uns alle ganz schön auf Trab. Wir haben ein schönes Zuhause und führen ein glückliches und ruhiges Leben. Michael, was weißt du über deine Adoption? Was wurde dir erzählt? Not a lot. Nicht viel, aber ich erinnere mich daran, dass meine Adoptivmutter mir erzählt hat, dass meine Familie mich weggegeben hat, weil sie ein besseres Leben für mich wollten und dass sie mich sehr geliebt haben. Ich habe mit deiner leiblichen Mutter gesprochen. Ihr Leben lang war es ihre größte Angst, du könntest sie hassen für das, was sie getan hat. Ich kann mir vorstellen, dass das eine furchtbare Entscheidung war. Eine der schwierigsten Entscheidungen für eine Mutter. Aber ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie mir ein so gutes Leben ermöglicht hat. Sie muss sich da wirklich keine Sorgen machen. Ich habe dir Fotos mitgebracht. Oh my goodness. Oh mein Gott. So, Michael, das ist deine Mutter. That's amazing. Das ist wirklich unglaublich. A very attractive lady. Sie ist eine sehr attraktive Frau. Wunderschön. Und das sind deine Schwestern, Andrea und Irmgard. Oh my goodness. Oh mein Gott. Eine sehr gut aussehende Familie. That's amazing. I can't believe after all this. Unglaublich, nach all diesen langen Jahren jetzt diese Fotos zu sehen. That's just amazing. Hello, Mother. Hallo, Mama. I'm Michael. Ich bin's, Michael. I'm looking very much forward to seeing you. Ich freue mich sehr darauf, dich hoffentlich bald zu sehen. Ich hätte nie geglaubt, dass es wirklich einmal dazu kommen könnte. Ich habe immer an dich gedacht. Ich habe nur die allerbesten Gefühle für dich. Ich freue mich sehr darauf, dich zu treffen und dich fest in meine Arme zu schließen. Maria, ich wusste ja, dass das ein ganz großer Wunsch von dir ist, deinen Sohn noch mal zu sehen. Ne? Ja. Und deswegen habe ich deinen Sohn mitgebracht. Wirklich? Wirklich. Freue ich mich sehr. Wenn du willst, dann können wir jetzt zu ihm gehen. Ja, bitte. Ja? Ja. Dann gehen wir jetzt zu Michael. Noch nie hat Michael seine leibliche Mutter gesehen. Und die 89-jährige Maria hat ihren geliebten Sohn nur ein einziges Mal als Neugeborenen im Arm halten dürfen. Jetzt endlich, nach 53 Jahren, soll diese lange Zeit ohne einander ein glückliches Ende finden. Jetzt ist der große Moment da. Ja. Da hinten kommt euer Michael. Freut mich, dich wiederzusehen. Nach so langer Zeit. Dein Gesicht, du siehst toll aus. Sehr schön. Du auch. Ah. Ja, bist du mein Sohn. Maria. Ja.
Wie bringe ich dir deine Enkelkinder? Mein Gott. Was für ein schönes Bild. Ja. Ich freue mich sehr. Ja, ich auch. Und ich bedanke mich nicht vielmals. Zu danken. Alles Gute. Danke. Danke. Maria und ihr Sohn Michael. Beide hatten schon nicht mehr daran geglaubt, einander jemals wiederzusehen. Jetzt ist Marias letzter großer Herzenswunsch endlich in Erfüllung gegangen.